Gut, haben wir einen Verbrauch, wir sind effizienter. So. Machen wir mal die hier, so. Waffen habe ich ja noch nicht so hergestellt, wa? So, was haben wir hier noch? Die nicht verloren, okay. Schon ein paar gute Sachen dabei, hier zum Beispiel die hier, oder nicht, okay, das nicht. Wir haben Klamotten. Wir haben Klamotten. So, wartet mal. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal unseren Rucksack leer. Warum habe ich jetzt gerade die Schrotflinte in der Hand? Warum habe ich die in der Hand? Aber mein Porsche. Gut. So, dann wollte ich jetzt eigentlich mal auf den Journal. Dann machen wir mal kurz das Afterlife. Judy. High Court angerufen. Vor Sonnenuntergang. Vor dem Megatower. Kommst du vorbei? Natürlich. Dann sehen wir uns. Gut, dann wechseln wir mal kurz. Dann machen wir erstmal das. Also ein paar kleine Fehler gibt es hier, weil... Da wollte ich jetzt eigentlich ja nicht hin. Wollte eigentlich hier... Achso, das habe ich noch nicht angeklickt. So, jetzt. Was ist jetzt los? Hi, hi, wie geht es dir? Alles in Ordnung? Ich hoffe, du hast schon Fortschritte gemacht
mit diesem Biochip scheißt drauf. Ich sag es dir jetzt ganz direkt. Ich merk dich wie. Und ich vermisse dich. Und irgendwie fühle ich mich blöd dabei, dich so blöd dabei, das so zu schreiben. Oder ich klicke jetzt trotzdem auf Senden. Pass auf, ich habe eine Idee. Hau einfach aus Night City ab. Mit mir, mit uns. Genau deshalb hat Saul auch und ich auch schon einen Plan gearbeitet. Ich denke, wir können dir helfen. Also wir machen einen letzten Job zusammen und eine Lösung für dein Biochip-Problem zu finden. Und dann lassen wir die Stadt hinter uns und schauen nie wieder zurück. Außerdem dachtest du doch nicht wirklich, dass ich dich einfach verlassen würde. Oder? Das kannst du vergessen. Ich bleib bei dir, wie komme, was wolle. Och, die ist ja richtig... Ja, richtig verknallt unter uns, die Kleine. Ja, wenn man auch noch einen Panzer treibt, ist ja bald die Probleme. Eine Mission hatten wir jetzt nicht bekommen, oder? Nee. Steuerung ist hier echt so eine Hardit. Ja, wenn es auch noch hakelt. Muss ich jetzt hoch oder muss ich jetzt hier unten bleiben? Ich muss unten bleiben. Okay. Uiuiui, was ist denn jetzt schon wieder? Neuigkeiten. Schicke Karre. Müssen wir jetzt hier rüber? Sieht ja noch aus. Auch nicht. Komme ich hier irgendwie auch wieder weg? Komme ich hier hoch? Achso, okay, alles klar. Komme ich auch rüber. Ja, Entschuldigung. Junge, Junge. Eieiei. Da muss ich schon wieder aufpassen hier. Der Typ mit die wieder am Auge. So. Wir bleiben mal hier stehen. Was nun? So, unbekannte Nummer. Wir müssen gehen. No Time Hotel. No-Tell Motel, Zimmer 210. Wer ist da?
Keine Antwort. Wir warten mal. Gut, warten wir. Ja, na klar. Schön, dass du mitmachst. Hab viel drüber nachgedacht. Ihr hattet recht. Manchmal ist das einzig Vernünftige ein Tritt in die Eier und eine Kugel zwischen die Augen. Bist du nervös, Tom? Woher weißt du das? Naja, du machst sowas zum ersten Mal. Sieh so, du machst, was eine Puppe tut. Nur mit einem anderen Programm. Das kannst du gut. Weißt du, wie ich an Heromi rankomme? Ich hab den Bauplan. Ich weiß, wie wir es machen. Nicht ganz genau, aber das Penthouse geht klar. Am besten gehst du über die Wartungsebene rein. Da gibt's einen Weg. Und wo steckt Maiko? Trifft sich mit Heromi, damit keiner was merkt. Sie sorgt dafür, dass er bleibt, wo er ist. Denk dran, den Verhaltenschip einfach machen zu lassen. Du wirst keine Zeit haben, Entscheidungen abzuwägen. Folge deinem Instinkt. Wenn du nur eine Sekunde zögerst, kann das dein Leben kosten. Alles klar? Okay, gehen wir rein. Sehen wir es durch. Gut, dann fragen wir mal Julie. Wartungsebene. Ihr beide geht gleich nach uns rein. Direkt zum Klaus. Wird auch langsam Zeit. Pass auf, da könnten Leute sein. Schön. Verlink dich mit der Steuertafel auf der anderen Seite. Kannst du sie ausschalten? Verschwinde da, sonst ziehen sie uns! Was? Die Schnauze voll hier. Ich bin Soldat! Okay. Gut.
Nein, Mensch. So, komm mal mit, Kollege. Du bist fertig mit der Welt. So. Wir verlinken uns mal. Wir verlinken uns mal. So, können wir hier noch was machen? Schauen wir mal, lokales Netz, Klimaanlage ist aus. Und dann? Sind alle schon auf Position? Tom und Roxy sollten schon beim Cloud sein. Auf Maikos Signal geht's los. Sie kümmern sich um die Sicherheitsleute, du um Hiromi. Aber zuerst musst du ins Penthouse rein. Kommst du nicht mit? Allein ist es weniger wahrscheinlich, dass sie dich entdecken. Außerdem bin ich hier nützlicher. Wenn sie Alarm schlagen, kann ich den aufheben. Okay. Okay, bin unterwegs. Fahrstuhl ist auf der anderen Seite. Vorsichtig. Doch. Ich übernehme unten, Tom geht hoch. Wir sind soweit. Was? Oh, total schön. Glaub nicht. Schön. Okay, bin auf dem Dach. Spring auf den Balkon. Aber pass auf, okay? Was? Du? Warum rufst du mich an? Ja, und wie verdammt nett ich bin. Du wirst mich nicht erleben, wenn ich nicht nett bin. Hm? Ja, werden wir schon sehen. Alter, auf was für ein Balkon? Komm später. Sag doch, ich hab scheiße viel zu tun. Nein, warte nicht auf mich. Ich will kein scheiß Abendbrot. Alles, was du kochst, schmeckt sowieso nach Sägemehl. Lieb dich auch. Ah, okay, da geht's ein bisschen einfacher runter. Gut. Da hätte ich mich jetzt echt... nicht ein bisschen gewundert, ne? Muss ich genau gucken. Scheiße. Gut.
Der ist oben. Oh shit. Na. So. Ist noch jemand hier? Sind die Kameras? Flutlicht, okay. Radio. Gut. Ihn habe ich einen Blick. Na? Am Arsch. Leute wie der kriegen nie, was sie verdienen. So, das war Nummer 1. Dann können wir ihn ja auch gleich hier beiseite packen. So. Sehr schön. Mal hier ein bisschen mehr Ruhe. Was zur Hölle? Scheiße. Kappen in Visier. Ich auch. Geh zur Überwachungskamera vor dem Sicherheitsraum.
Du machst das heute, oder du kannst es gleich ganz vergessen. Ja, und tschüss. Egal, wie du herkommst. Die nehme ich mit. Oh, hier ist ja nur einer, ne? So. Haben wir hier noch was? Ne. So, ich wollte jetzt eigentlich mal nochmal kurz unten gucken. Wenn wir mal dürfen. Hier ist ja keiner mehr. Jetzt Aschenbecher. Noch mehr Geld. So. Ich würde sagen, das war's hier. Gut. Ich dachte schon, du schaffst es nicht. Immer dasselbe. Weibern kann man's einfach nie recht machen. Und dir ist besonders charmant. Hinter uns. Warum sind da drei Leute? Was hat sie vor? Das ist unser Ziel. Hiromi Sato. Was ziehen die sich rein? Eine Demo der nächsten Spitzenpuppe des Clouds. Von mir persönlich ausgewählt. Die Glückliche wird Evelyn ersetzen. Hoffe, sie ist klüger. Wer sind die anderen beiden? Das Publikum für unsere heutige Präsentation. Hiromi ist ihnen direkt unterstellt. Und jetzt werden sie sehen, wie er drauf geht. So war das nicht vereinbart. Sieh mich an. Siehst du das? Das Gesicht sagt... Ich kenne die Claws. Für die ist Macht gleich Stärke und Rücksichtslosigkeit. Es ist der einzige Weg. Maiko! Ich hol sie gleich raus. Werden nach dem plötzlichen Erwachen nicht glücklich sein. Eine Show endet, eine andere beginnt. Genauso gut und unvergesslich. Kapiert? Naja, sie ist keine Parker. Scheiße. Hey, was ist hier los? Wer ist das? Der lebende Beweis, dass Satos Zeit vorbei ist. Dieser Söldner hat die Kunden des Clouds schon einmal gestört. Er hat Oswald Forrest umgebracht. Und nun ist er in Mr. Satos Privatresidenz eingedrungen. Als wäre das nicht genug, ist es obendrein das, wohin Hiromis Inkompetenz uns geführt hat. Moment. Was zum Teufel? Ich beobachte Hiromi Satos sinnlose Bemühungen schon lange. Aber das? Ich glaube, es ist offensichtlich, dass seine Zeit abgelaufen ist. Wie? Scheiße, was tut sie da? Das Cloud braucht ein neues Management. Warte, Maiko. Ich glaube, du übertreibst ein wenig. Wie ich sehe, sind nicht alle einverstanden. Wie? Du musst die erledigen. Dafür sind wir doch hier. Dieses Gelaber langweilt mich. Kommen wir endlich zur Sache. Hast du eine Ahnung, was jetzt passiert?
kann denn passieren? Sie werden Rache nehmen. Du hast das Clouds in eine tickende Zeitbombe verwandelt. Das weißt du doch gar nicht. Vielleicht haben die Claws ja genug Leichen gesehen. Sie verstehen Profit und Verlust besser als Militechs CEO. Der Aufwand ist es denen nicht wert. Sie wandten sich von den Mox ab. Vielleicht ist jetzt das Clouds dran. Lass gut sein, Maiko. Verschwinde! Sofort! Okay, wie? Verschwinde dort! Der Ausgang ist unten im Apartment. Dann such den Fahrstuhl. Ich nehme auch noch ein paar Sachen mit. Kann man sie auch abknallen? Roxy sind draußen in Sicherheit. Ihnen ist niemand gefolgt. Geh runter auf die Straße. Warte bei den Imbissständen. Okay. Aua. War das jetzt richtig oder war das falsch oder ich weiß es nicht. Mal schauen.